Seit 5 Jahren war Sonic ein sorgloser und geschätzter Teil ihres Haushalts gewesen. Er würde zufrieden auf Palmas Schoß schnurren, während sie las und spielte spielerisch im Wohnzimmer mit imaginärer Beute. Aber nun, mit den Anforderungen ihres Babys, war Sonics Welt auf den Kopf gestellt worden. Palma und ihr Mann fanden sich überwältigt von den Verantwortlichkeiten, sich um ihr Kind zu kümmern, und vernachlässigten unbeabsichtigt ihren katzenartigen Freund. Sie vergaßen sogar regelmäßig, seine Futterschüssel zu füllen, ließen ihn hungrig und verlassen zurück. An einem schicksalhaften Nachmittag torkelte das Baby, das vor kurzem das Laufen gelernt hatte, mit unschuldiger Neugier zu Sonic hinüber. Unbewusst über die Konsequenzen griff das Kind nach Sonics Schwanz und zog ihn schmerzhaft. Erschrocken und verletzt reagierte die Katze instinktiv, schlug mit ihrer Pfote ins Gesicht des Kindes. Das Baby schrie auf, Tränen liefen über seine rosigen Wangen und lief zu seiner Mutter, um sich zu beschweren. Als Palma die 3 wütenden Kratzer im Gesicht ihres Sohnes sah, überwältigten sie Panik und Sorge. Sie sprang zu Schlussfolgerungen, nahm an, dass Sonic aggressiv geworden war und eine Bedrohung für ihr Kind darstellte. Entschlossen, ihr Baby zu schützen, traf sie eine schmerzhafte Entscheidung. Sonic musste eingeschläfert werden. Mit schwerem Herzen bereitete sich Palma darauf vor, Sonic zum Tierarzt zu bringen. Als sie die Treppe hinunterging, befand sich zufällig ihre Nachbarin Clara auf der Treppe. Clara hatte immer eine Vorliebe für Tiere gehabt und sich sogar selbst darum gekümmert, Sonic zu füttern, wenn er hungrig und vergessen im Treppenhaus herumirrte. Von einem Anflug von Mitgefühl getrieben, sprach Clara mit überzeugter Stimme. Sie bot an, sich um Sonic zu kümmern, ihm die Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdiente. Palma, sofort dankbar und erleichtert, stimmte freudig zu. In einem Wirbelwind von Aktivitäten half Clara Palma, Sonics Sachen zu sammeln, einschließlich seiner Katzentoilette, Schüsseln und Kämme. Sie tauschten herzliche Worte aus, und Palma konnte die echte Zuneigung spüren, die Clara bereits für Sonic empfand. Vielleicht würde dieses neue Kapitel das Glück und die Erfüllung bringen, die ihm gefehlt hatten. Sonic schaute sie mit Augen voller Dankbarkeit an, als ob er den neuen Anfang anerkannte, den sie ihm geschenkt hatte. Er näherte sich Clara vorsichtig, aber willig, und rieb sich an ihren Beinen. Sonic hatte ein neues Zuhause gefunden, einen Ort, an dem er geschätzt und versorgt würde. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.